Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich im ersten Moment verwirrt war, als ich es hörte, dachte ich, ach, das ist ja, haben sie den Dannenberg jetzt nochmal wieder doch ein bisschen verjüngt, haben sie ihn wieder, der ist doch so schwer krank. Blutwäsche. Was ist denn da passiert? Nein, du bist das. Ich bin das, ja. Wie kam das denn zustande? Also, du hast ja auf deiner Homepage, habe ich gesehen, ja, auch so ein Zitat von jemandem, der gesagt hat, der klingt ein bisschen wie Dannenberg. Das ist schon 2 Jahre altes Zitat, aber ja, da fing das an. Da gab es die ersten Kommentare und ich dachte so, okay, wenn ihr das so hört, dann ist das toll. Und dann habe ich das aber dann später selber gesehen und dachte so, ja, das ist eine gewisse Ähnlichkeit. Also je nach Heiserkeit oder was auch immer, wenn ich mich dahin tune, dann kriege ich das ganz, den Sound ganz gut hin. Und ja, dann gab es das Kommentar immer öfter. Und dann habe ich so langsam gemerkt, das könnte ich doch mal machen. Und der Witz war dann beim Terminator in dem Fall, dass ich auf dem Fahrrad saß und einen Anruf bekam von einer Spielefirma, die einen Terminator in dem Spiel hatten. In dem Mortal Kombat-Spiel. Und dadurch, dass Tommy das nicht mehr machen konnte und ich gar nicht groß wusste, dass das Tommy eben nicht mehr macht, ich habe das dann später recherchiert und ein YouTube-Video gefunden und dann gesehen, dass Tommy eben seinen Ruhestand damit quasi offiziell bekannt gegeben hat. Und dann habe ich einfach gemerkt, da ist doch Bedarf. Und dann habe ich das, ja, dann habe ich das weiter verfolgt. Und dann habe ich rausgefunden, dass eben der Terminator gecastet wird. Und habe dann mein Demo genommen, das da hingeschickt und ja, wurde dann tatsächlich zum Casting eingeladen. Und dann waren da relativ viele altbekannte Kollegen und die also mit über 70 so ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Und eben ich auf diesem Casting-Sheet und ich dachte so, okay, es ist völlig absurd. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich mache das einfach nur just for fun. Also mir war eigentlich ganz klar, dass ich es nicht bekommen werde. Okay. Aber dadurch, dass ich bei dem Casting relativ stimmlich im Keller war, hat es so gut gepasst. Und ich durfte dann Sarah Connor sagen zum allerersten Mal in meinem Leben. Und ich dachte so, allein schon deswegen ist es so klasse. Es ist mega cool, da Arnie zu sehen. Und, dass ja, ich, und dann kam eine Woche später der Anruf und ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Das kann ja nicht sein. Ja. Aber es hat dann wirklich allen so gut gefallen, gerade der deutschen Produktion. Das macht die deutsche Fox. Und ja, die waren sehr begeistert. Eine Herausforderung, weil natürlich jeder mit dieser deutschen Stimme den Terminator verbindet. Ne? Ja, auf jeden Fall, auch ich. Die waren wahrscheinlich schon total verzweifelt und dachten, wen nehmen wir denn da bloß? Ja. Und ja, dann war es natürlich ein Glücksfall. Auf jeden Fall. Gut, dass du davon mitbekommen hast, dass dieses Casting stattfindet. Ja, das war. Ich hatte ja auch noch sein können, dass du das gar nicht gehört richtig, hast. Richtig. Also viele Zufälle auch. Ich habe immer sehr viel Glück. Das ist schön. Ja, das super. Ist Teil meines Lebens auf jeden Fall. Schön. Genau, worauf kommst du denn da jetzt an? Weil wir haben ja nachher noch einen Aufschnitt hören, wo du ein bisschen anders klingst, wo du auch überhaupt nicht wie Dannebert klingst, finde ich, sondern eher in eine andere Richtung. Also du kannst deine Stimme auch variieren und kannst es entsprechend so ein bisschen anpassen, oder? Ich sehe den Charakter und dann versuche ich das 1:1 so zu machen, wie er das macht. Ja. Und beim Terminator in dem Fall wusste ich ja, wie es klingen soll. Hatte mir vorher unfassbar viele Terminator, beziehungsweise natürlich Arnold Schwarzenegger-Filme angeguckt. Die ersten 2 Teile vom Terminator natürlich wieder und wieder. Hatte mir dann auch einen Soundfile von Teil 2 rausgeschnitten, aufs Handy gemacht, mir immer wieder angehört, damit ich diesen Sprechduktus drauf bekomme. Mhm. Weil der Terminator ja doch sehr roboterhaft spricht. Ja, ja. Was ihn ja sehr cool macht. Natürlich. Ja. Also das heißt, du hast so wirklich vom Spiegel dann geübt so, ich komme wieder oder bleib cool, du Pfeife oder hasta la vista, baby. Natürlich. Ja, cool. Ja. Auch in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad. So überall. So stehst du halt vor. Im Bus, im Omnibus, überall. Na klar. Wenn du im Omnibus sagst, du so, fick dich selber, du Arschloch, das kommt bestimmt super. Das kommt super. Sehr schön, sehr schön. Zur Klofrau, ich komme wieder. Ja, kann man machen. Ja, spannend, ja. Also worauf kommt es dann an? Du musst auch mit der Stimme im Keller, hast du gesagt. Ja, ich muss vorher ein bisschen trinken und rauchen. Ach, tatsächlich? Ach, okay. Ja. Das hat Wolfgang Hess früher auch immer gemacht. Ja. Der sagt, der hat immer Bier getrunken. Ich glaube, Bier oder Whisky und kam diese auch immer, um diese Bud Spencer-Stimme zu bekommen. Und hat ständig am Set geraucht. Ja. Das Ding ist halt, dass ich seit 15 Jahren nicht mehr geraucht habe und mir dann so dachte, ich muss aber wie 72 klingen. Naja, fängst halt wieder an. Kannst ja jederzeit wieder auf. Es ist so eine Scheiße gewesen, wieder aufzuhören jetzt. Jetzt rauche ich seit 3 Tagen nicht, es ist nicht gut. Es ist immer noch so.
Ja, der neue Terminator, ich habe ihn schon gesehen in der Pressevorführung, ja. Leider in der englischen Fassung. Mhm. Ich konnte noch nicht mich davon überzeugen, wie das denn klingt. Bin davon überzeugt, dass es gut klingt auf jeden Fall. Der Trailer war ja schon super. Das ist ja ein interessanter Film. Also ich, ja. Man hat einfach mal alles ab Teil 2, was danach kommt, einfach mal weggelassen. Das gibt es alles gar nicht. Das gab es ja häufiger in letzter Zeit. Hat auch der Pressemensch am Anfang gesagt, es gibt Teil 1 und 2 und danach kommt nichts mehr, hat er als Erklärung vorher gesagt, genau. Bevor der Film startet. Vergesst es. Also alles, was danach kommt, ist dann irrelevant. Hat nichts mehr mit der Story zu tun. Irrelevant. Okay, alles genau. Ja, wir gucken uns in einem Donnerstag in der deutschen Fassung. Ja, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, schon gesehen. Sehr gespannt. Wir dürfen schon darüber reden, weil er ist ja jetzt schon im Kino sozusagen. Genau. Hast du ihn noch komplett schon gesehen? Ich habe ihn komplett gesehen, aber da war das CGI noch nicht fertig. Ah ja. Also ich habe den russischen Stuntman von Arnie gesehen, das war sehr, sehr witzig. Dicker Typ. Und auch am Anfang ist ja hier der Junge auch noch nicht richtig fertig animiert gewesen, waren auch noch Punkte und Dinge. Also es war genau, sehr Edward Furlong taucht als Computeranimation wieder. Wie sieht das aus? Gut? Oder? Ist ganz gut. Ist gut geworden. Ja, doch. Ja, aber bin sehr gespannt. Die große Ankündigung, wer würde im Film zurückkehren, das ist eigentlich ein Witz, weil er hat nicht einmal vor der Kamera gestanden, der ist aus dem Computer gezaubert. Ja. Warum konnte man ihn nicht mehr nehmen, weil er einfach zu alt wäre? Ich weiß es nicht. Der ist ja auch ziemlich fertig. Ich habe ja gedacht, dass der seine Rolle jetzt auch noch 25 Jahre später spielt, irgendwie in der Form. Ach so, genau wie sie Habt ihr euch mal neuere Bilder von ihm angeguckt? Ich meine, der Mann ist schwer heroinsüchtig. Vielleicht ist er davon mittlerweile weg. Ich weiß, es ist nicht gut für die Haut. Nein, das ist nicht gut. Das war ein ungesunden Tag. Also ich kann sagen, mir hat er gut gefallen. Man merkt, dass man sich sehr stark an T2 ranhängt und viele Sachen sieht, die man dort damals auch schon gesehen hat. Aber ja, ist für Fans ist auf jeden Fall ein guter Film. Also ich bin Fan, seit ich Kind bin. Besser als die letzten beiden. Das kann man auf jeden Fall. Ich habe alle gesehen und der ist mir der Liebste jetzt von den Neuen. Wie ist es denn für dich, wenn du dich dann selber mal hörst, dann im Kino oder in einer Vorführung oder so? Also unser deutsches Gehör und unser Gehirn funktioniert ja so, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das jemand anderes Stimme ist. Deswegen funktioniert das ja überhaupt nicht. Ja. Als Kind bin ich immer vom Fernseher gesessen und dachte wirklich, alle Schauspieler können Deutsch. Die Illusion. Und das funktioniert ja großartig. Und selbst wenn ich meine eigene Stimme höre, ist es ganz oft so, dass mir das gar nicht dann mehr groß auffällt. Klar, wenn die Sachen jetzt noch nicht so lange zurückliegen, dann weiß ich schon noch, wie das war und wie es war. Und dann weiß ich noch, die Stelle, die war sau schwierig, weil ich das scheiß Wort nicht rausgebracht habe oder so. Das schon. Aber grundsätzlich funktioniert das dann trotzdem noch. Und was ich sogar sehr schön finde, dass ich mit diesem Charakter, wenn ich dann die Serie oder den Film gucke, viel mehr connected bin. Und dann macht der Film noch mehr Spaß, den zu gucken, weil ich dann so richtig mitfühlen kann. Ja. Wir sollten synchronisieren. Ja. Aber habe ich es vorhin richtig verstanden, dass du das Videospiel vor dem Film synchronisierst? Ja, einen Tag vorher. Ja, und ich hatte keine Ahnung. Ich habe ja kein einziges Bild gesehen. Ich wusste auch nicht, wie Arnie aussieht. Sie haben mir nur gesagt, dass Arnie auch in dem Spiel spricht. Ach so. So, und dann habe ich das gehört und dachte so, okay. Aber er ist ja... Sie sind unfassbar alt und die Texte, die ich da habe, sind alle aus Terminator 2 oder aus 1, aus Predator, aus Last Action Hero. Da dachte ich so, nee, ich kann mir jetzt hier nicht mit der alten Arnie-Stimme diese ganzen Sprüche aus den 90ern sprechen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache wie der Junge Danneberg alle Sachen einmal durch. Das heißt, wenn jetzt noch ein Terence Hill-Film kommen würde, würde man dich wahrscheinlich auch wieder ansprechen. Der hat schon neuen Sprecher. Der hat einen neuen Sprecher seit diesem Bergdoktor. Okay. Genau. Ja. Aber wo Terence Hill gesagt hat, er macht die Serie nur, wenn er ein Pferd bekommt und er hat es bekommen. Darüber können wir gleich mal reden. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auch mal in Mortal Kombat reinschauen. Ja, da gibt es ja auch einen schönen Ausschnitt, wo schön du sprichst. Das gucken wir uns mal kurz an. Du bist ebenfalls ein Cyborg. Nein, nur kybernetisch verbessert. Du wirst terminiert werden. Ja, weitere Highlights findet ihr hier. Einfach nur draufklicken. Oder die ganzen Sendungen könnt ihr hier sehen auf www.massengeschmack.tv. Das Probeabo könnt ihr 14 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!